Ich habe mir gedacht, wir sprechen heute mal darüber, was man macht mit Phalaenopsis nach der Blüte. Hier, bei der hier, da sieht man das ganz gut. An diesen Verdickungen treiben die Phalaenopsis nämlich wieder aus. Man lässt nach der Blüte circa ein Drittel von dem Stiel stehen, zählt von diesen Verdickungen 2 bis 3, 1, 2, 3, dann haben wir hier so ein Drittel, schneiden hier so ein Stückchen über dieser Verdickung ab und dann treibt die Pflanze hier wieder aus. Wenn der Stiel ganz braun wird und eintrocknet, dann kann man den ganz unten abschneiden, dann kommt da nichts wieder. Dieses mit dem Stiel stehen lassen gilt ausschließlich für Phalaenopsis. Andere Orchideen machen einen neuen Bulb und der bringt dann die neuen Blüten wieder. Das hier ist so eine ganz normale Phalaenopsis-Hybride, die man kennt. Diese hier ist noch ganz knospig, hier haben wir rote und hier habe ich noch mal eine mitgebracht. Die macht nicht so viele Rispen, nicht so viele Blüten, aber das ist eine, die duftet ganz toll. Das ist eine Phalaenopsis leodorum. Die hier mag ich besonders gern. Alles klar, tschüss!